Ja, also ich meine, ich habe jetzt die folgende Form besser verstanden, aber I'm still not convinced. Ich würde sogar fast sagen, ich bin noch weniger überzeugt jetzt als vorher. Und zwar erstens historisches Argument, Geldschöpfung gab es auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der bis 70er, 80er Jahre. Da hat aber niemand von den Problemen der Geldschöpfung gesprochen, einfach deswegen, weil das Bankensystem schon ganz anders reguliert war und viele Möglichkeiten, die Banken heute haben, damals gar nicht bestanden. Nicht umsonst hat man davon gesprochen, dass man Bankbeamter wird. Das war einer der langweiligsten Berufe, den es gab. Hat aber offensichtlich nichts mit der Möglichkeit der Geldschöpfung zu tun. Das zweite ist dieser einfache Geldkreislauf. Also man kann sich ja auch so vorstellen, es gibt nur noch Banknoten. Ob jetzt da noch das auf Konten irgendwo liegt, ist eigentlich uninteressant. So, die Frage ist jetzt, wie kommen jetzt Leute, die einen Kredit haben wollen, an Zahlungsmittel, die sie brauchen? Nun, da muss es irgendjemanden geben, der seine Zahlungsmittel auf Anlagekonten parkt und die dann von der Bank oder von dem auch immer weiterverliehen werden. Okay, ich würde sagen, an der Möglichkeit und der Gefahr von Bankruns ändert sich nichts. Das Einzige, was jetzt eben geplündert wird im Krisenfall, sind die Anlagekonten. Die Leute wollen ihre Anlagen wieder zurückhaben. Die Geschäftsbanken können die aber nicht rausgeben, weil sie sie an andere verliehen haben. Das heißt, sie werden also im Krisenfalle ihre Kredite zurückrufen, damit also die bestehende Krise verstärken. Die Möglichkeit, in Krisenfällen kurzfristige zusätzliche Kredite zu geben, ist damit eben gerade weg. Was sie aber im jetzigen System können und eben auch gemacht haben, speziell zu den Zeiten, als es sozusagen noch engere Hausbankbeziehungen gab, wo dann die Bank gesagt hat, wir lassen das Unternehmen nicht fallen, wenn es Schwierigkeiten gibt und so. Das heißt, die Möglichkeit von Krisen wird meines Erachtens hier gerade verschärft. Sie wird nicht vermindert. Die Geschichte mit Ausweitung von Staatsausgaben und so, das können wir ohne Vollgeld haben. Ich habe auch nichts dagegen, dass sich der Staat direkt bei der Zentralbank finanziert. Können wir alles jetzt schon haben, müssen nur die Schuldenbremse abschaffen und dafür sorgen, dass der Staat wieder aktive Fiskalpolitik betreiben kann. Okay, wer will antworten? Oder wollen wir zwei, drei Fragen sammeln? Sammeln wir mal. Also Punkt 1, erstens, ich bin für Vollgeld. Es löst nicht alle Probleme, aber es geht in die richtige Richtung. Zweitens, dein Argument bezüglich Bankran teile ich vollständig. Das wird aus meiner Sicht immer falsch dargestellt. Es sind zwar die Zahlungsmittel sicher, weil das Forderungen an die Zentralbank sind. Es sind aber die langfristigen Forderungen, Forderungen an die Bank, also Sparguthaben, und die sind natürlich bei einer Insolvenz der Bank gefährdet und die sind es, die zu einem Bankran führen. Also der Bankran wird dadurch nicht verhindert, allerdings der Vorteil ist, dass der Zahlungsverkehr über die spezielle Bank erhalten bleibt. Das heißt, es hat gewisse Vorteile, aber nicht in dem Umfang, wie es üblicherweise dargestellt wird. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung, das ist vielleicht etwas untergegangen, dass Vollgeld zwar primär, die Vollgeldmenge primär über Staatsausgaben in den Kreislauf gebracht werden soll, aber, und das geht immer etwas unter, die zusätzliche Möglichkeit besteht, dass die Banken sich Vollgeld bei der Zentralbank ausleihen. Ja, Moment. Na, das ist schon ein wesentlicher Unterschied in dem Sinne, dass die Zentralbank den Banken einen Kreditrahmen gibt, innerhalb dessen Kreditrahmen sie sich Geld bei der Zentralbank ausleihen können. Das heißt nicht, dass von den Banken zusätzliches Geld langfristig geschöpft wird, sondern nur das kurzfristige Geldmengenbedarf der Banken
über diesen Kreditrahmen bei der Zentralbank ausgeglichen werden kann. Aber die Geldmenge an sich wird vom Staat geschöpft. Das dritte ist dein Argument, in der Krise können sozusagen die Banken dann kein Geld schöpfen. Das in der Krise bräuchte die Notenbank nichts anderes tun, als diesen Kreditrahmen für die Geschäftsbanken aufweiten. Damit können die Geschäftsbanken im Krisenfall von der Notenbank in einem gewissen Rahmen Geld aufnehmen. Das heißt, aus meiner Sicht, noch einmal zusammengefasst, das grundsätzliche Argument, dass Bankruns verhindert werden durch Vollgeld, ist falsch. Weil Bankruns natürlich sich nicht nur auf die täglich fälligen Forderungen, also Giralgeld, beziehen, sondern auch auf die langfristigen Forderungen, also Spargeld. Allerdings, der Vorteil bei Vollgeld ist, dass im Insolvenzfall der Bank der Zahlungsverkehr erhalten bleibt, der nämlich sonst zusammenbricht. Okay. Und das Zweite ist eben, diese Kreditrahmen, ja, der Banken ermöglicht auch im Krisenfall sozusagen das unmittelbare Einbringen von Geld über das Bankensystem, allerdings in einem gewissen Kreditrahmen. Das heißt, aus meiner Sicht teilweise recht, teilweise nicht recht. Okay. Ich meine, da kann man viel zu sagen. Ein Argument ist noch, dass man sagt, Bankruns werden unwahrscheinlicher, alleine deswegen, weil Asset Inflations sehr viel geringer werden, weil eben diese Kreditbooms dann in der Form nicht mehr stattfinden können. Und da die gutbürgerliche Ökonomie, zum Beispiel Schnabel, Brunnermeier und so weiter, die hier gestern Abend so über den Klee gelobt wurde, haben das ja gezeigt, dass das immer mit diesen Kreditprozessen dank der Banken zu tun hat. Ja. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Boreo und so weiter, die sagen ja auch, so Asset Inflation, denen könnte man eigentlich gut beikommen. Sagen zwar nicht Vollgeld, aber in die Richtung geht es ja doch letztlich. Also da ist man ja fast auf dem Austrian, auf einer Austrian Argumentationsrichtung Richtung und auch des gesunden Menschenverstandes letztlich. Herr van Suntum. Ja, wir haben mich ja heute gerade eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Ich habe gestern einen Vortrag zu diesem Thema gehalten, weil ich mich das da auch sehr interessiert habe. Und ich habe ursprünglich das eine sehr sympathische Idee gefunden mit dem Vollgeld. Ich habe auch selber schon mal so eine Idee. Und mich aber inzwischen doch zu einem negativen oder eben Nachteile betrifft. Man muss sehen, dass beim Geld haben wir folgendes Grundproblem. Geld ist für uns, für jeden von uns Vermögen. Wenn ich 100 Euro habe, dann kann ich damit Geld zum Beispiel irgendetwas kaufen. Volkswirtschaftlich ist Geld kein Vermögen, es ist einfach nur Papier. Und dieses Grundproblem der Geldverfassung ist eigentlich das zentrale Problem, das übrigens die Ökonomie schon seit Jahrhunderten behandelt. Also es ist eben gesagt worden, die Ökonomen würden Geld irgendwie als reinen Schleier betrachten. Das stimmt natürlich nicht. So, jetzt zum Vollgeld. Es wird zum einen verkannt, was die Funktion der privaten Banken ist. Deren Funktion ist es nämlich, das, was ich als Liquidität halte, gleichzeitig der Volkswirtschaft als reale Investitionsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Denn wenn ich auf dem Bankkonto mein Geld habe, dann habe ich ja die volle Verfügung darüber. Ich kann also jederzeit darüber verfügen, etwas dafür kaufen und gleichzeitig, weil die Banken es ausleihen, damit Geld schöpfen, ist es aber auch Realkapital und führt zu Investitionen und damit tendenziell zu einer Erhöhung des Volkseinkommens. Diese Funktion haben die Banken und die verdienen übrigens nicht exorbitant viel Geld damit. Wenn Sie sich mal die Renditen großer Banken und auch kleiner Banken ansehen, liegen die nicht höher als die anderer Unternehmen, weil die müssen natürlich auch was dafür bezahlen. Die müssen ja Einlagen haben, die müssen ja auch verzinsen, um überhaupt Geld schaffen zu können. So, wenn Sie also jetzt Vollgeld machen, oder Vollgeld hat ja drei Elemente. Das eine ist die 100% Reserve. Das ist ja keine neue Idee. Ist bisher noch niemals irgendwo eingeführt worden, mit gutem Grund.
Weil das würde nämlich bedeuten, dass diese Funktion der Banken, Liquidität gleichzeitig in Realkapital zu verwandeln, verschwinden würde. Der Zinssatz würde steigen und das wäre nachteilig, auf lange Frist jedenfalls. Das zweite Element der Vollgeldreform wird ganz genauso. Sie sagen nämlich, wir wollen Geld jetzt in den Umlauf bringen wie Münzen und nicht mehr über den Kreditweg. Heute läuft es ja so, dass die Zentralbank Kredite vergibt, dadurch kommt das Geld in den Kreislauf. Das hätte ebenfalls zur Folge, dass der Zins nochmals steigt, weil nämlich die Zentralbank als Kreditanbieter am Kapitalmarkt ausfallen würde. Das würde den Zins weiterhin steigern und weitere Rückgänge der Investitionstätigkeit und damit des Bruttoinlandsprodukts zur Folge haben. Weil ich das Modell theoretisch mir überlegt habe und das habe ich ja vorgestern vorgetragen, da waren Sie leider nicht da. So, und der dritte Punkt ist diese Idee mit den Staatsschulden. Das klingt ja toll. Da ist man als Ökonom natürlich sofort skeptisch. Wie kann ich etwas aus dem Nichts reduzieren? Die Staatsschulden verschwinden plötzlich, einfach weil ich eine Folge mache. Da ist ein logischer Irrtum. Der logische Irrtum besteht nämlich darin, dass Sie Folgendes übersehen. Natürlich können Sie mit dem Vollgeld, das Sie in Umlauf bringen, der Staat, die Zentralbank druckt, das gibt es dem Staat, der Staat kauft einfach seine Schulden auf, damit erstmal die Bruttostaatsschuld reduzieren. Im gleichen Augenblick reduzieren Sie aber auch die Kreditvergabe der Zentralbank, denn Sie können ja nicht gleichzeitig den Kreditkanal auch offen haben, sonst hätten Sie Inflation. Und damit reduzieren Sie die Zentralbankgewinne. Die Zentralbankgewinne sind nichts anderes als der Seniorage, von dem Sie eben gesprochen haben, den Sie nachträglich kassieren wollen. Der Staat bekommt bereits den Geldschöpfungsgewinn, nämlich über die Zentralbankgewinne. Kann man auch modelltheoretisch zeigen und auch an ganz einfachen Beispielen. Und das bedeutet, die Nettostaatsverschuldung reduziert sich nicht. Und damit haben Sie auch kein Zinsersparnis. Der Staat spart zwar die Zinsen für seine Staatsschulden, verliert aber die Zinseinnahmen der Zentralbank aus ihrer Kreditvergabe. Das Ganze geht aus wie das Hornberger Schießen. Und insofern ist also auch diese Idee, von der man schon mit dem gesunden Menschenverstand sagen kann, das kann ja nicht funktionieren, beruht schlicht und einfach auf einem logischen Irrtum. Sie werden es nicht hinbekommen, aus diesem Grund mit der Vollgeldreform die Staatsverschuldung netto zu reduzieren. Also wie erklären sich das, wenn es Gumhoff in Ihrem DSGE-Modell, wo Sie folgen? Ich habe gar kein DSGE-Modell. Aha, also wenn man ein anderes Modell nimmt, dann kommt man zu Zinssenkungen. Womit bleiben wir jetzt bei der Folge? Ich habe wenn ein... Wenn es so modellsensitiv ist. Ja, nein, es ist nicht modellsensitiv. Ich habe ein Modell, das ist ein Stockflow-konsistentes Overlapping-Generation-Modell, mal nur für die Experten. Stockflow-konsistent bedeutet, es ist ein Langfristmodell. Ich betrachte nicht kurzfristige Wirkungen, da kann alles Mögliche passieren in diesen DSGE-Modellen. Das sind ja dynamische Modelle, die vor allen Dingen auf die kurze Frist gerichtet sind. Mich interessieren die langfristigen Folgen. Da habe ich also alle Zwischeneffekte sozusagen ausgeblendet, die immer passieren können in jeder Richtung und gucke, was passiert langfristig. Und das hängt von den Vermögensbeständen und Vermögensdispositionen ab, nicht von den kurzfristigen Flowbeständen. Und dann kommt es zu einem eindeutigen Ergebnis. Das Ergebnis ist und ist auch ganz logisch, dass der Zinssatz steigen muss, weil wie gesagt die Zentralbank fällt als Kreditanbieter aus am Kapitalmarkt und die Geschäftsbanken fallen als Intermediäre aus, die die private Liquidität ebenfalls in Kreditangebot umwandeln. Und wenn Sie zwei Kreditanbieter weniger haben, bei gleicher Kreditnachfrage, muss der Zinssatz steigen, um es ganz einfach zu sagen. Okay, jetzt haben wir Ihre Meldung, ich weiß nicht, ob die Summe, eins, okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also zu ihm noch, ich meine, in den 50ern hätte es ja auch schon funktioniert, aber einerseits hatte da das Giralge, glaube ich, noch nicht so die Bedeutung, die es heute hat. Ich glaube, da war 50% der Geldmenge noch in bar ungefähr. Da spielt keine Rolle. Da gab es Kapitalverkehrskontrollen, das können wir auch wieder einführen. Genau, und natürlich gab es eine deutlich härtere Regulierung, die man theoretisch auch heute einführen könnte, aber ich glaube, de facto ist es unmöglich, das wieder einzuführen, wenn man sich die bestehenden Machtverhältnisse anschaut. Ja, und ich glaube, selbst wenn man bestimmte Regulierungen wieder schafft einzuführen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die wieder aufgehoben werden, dadurch, dass das Bankensystem eben so mächtig ist. Und ich glaube, wenn man das eben nicht angeht, durch eine Reform dieses Fundaments, dann ändert sich eben langfristig nicht so viel. Oder dann sind diese anderen Reformen halt nur theoretisch praktikabel, aber nicht praktisch praktikabel. Ein bisschen auch so. Zur der Bankrun-Problematik. Also ich glaube, man kann es nämlich als Bankrun bezeichnen, wenn auf Anlagekonten, die ja langfristig auch angelegt sind, ein Run erfolgt. Also ich glaube, in den Überlegungen zur Folgereform sollen Anlagekonten dann schon irgendwie mindestens 3 Monate oder noch länger angelegt werden.
und daraus einen Run, einen Crawl. Und wenn eine Bank irgendwie schlecht wirtschaftet und deshalb viele Leute ihr Geld abheben wollen, dann ist das Problem ja eher, dass die Bank schlecht wirtschaftet, aber nicht, dass die Leute es abheben wollen. Im Zweifelsfall ist sie dann halt pleite und dann verlieren die Leute ein bisschen. Aber es gibt halt nicht mehr dieses, dass innerhalb eines Tages alle Leute hinrennen und dadurch die Bank sofort zusammenbricht. Dadurch ist das, denke ich, schon deutlich entschärft, auch wenn es auf anderen Konten vielleicht dann auch eine Bankrun-Problematik oder Bankcrawl-Problematik gibt. Ja, ich denke, beim Zins ist es extrem abhängig von allen möglichen Rahmenbedingungen. Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen kann, dass die Reform dazu führt, dass der Zins rauf oder runter geht. Das hängt dann einfach davon ab, wie das System ausgestaltet ist und wie viel Geld diese neue Monetative eben ausschüttet. Wenn die jetzt das System mit Geld überschwemmen würde, dann würde ich sagen, der Zins wäre dann sehr niedrig. Aber ich glaube, so absolut sind solche Aussagen relativ absurd, eigentlich meiner Meinung nach. Und ja, ich glaube, auch wenn theoretisch man irgendwie argumentieren kann, dass die Staatsverschuldung eigentlich irgendwie doch nicht richtig reduziert ist, ist es aber auf jeden Fall auf dem Papier massiv reduziert. Erstens, was mit bestimmten Gesetzeslagen dann ein großer Vorteil wäre. Und ich glaube, es macht schon einen Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel Schulden bei einer Bank habe in Höhe von 100 Euro oder ob irgendwie Zettel zirkulieren, die sagen, das sind 100 Euro, die Lino ausgestellt hat, aber die eigentlich nicht einlösbar sind bei mir. Und natürlich kann man sagen, das ist irgendwie das Gleiche, aber ich würde sagen, de facto ist das doch ein sehr, sehr entscheidender Unterschied. Reale Schulden bei einer Bank hat, wo man Zinsen zahlen muss, oder eben diese Geldzettel hat, die zirkulieren, die aber auch irgendwie von einem selber mal als Schulden ins System gekommen sind. Gut, soweit. Ja, also nur nochmal ergänzend zu der Diskussion der Nachkriegszeit, da hat es ja auch geklappt. Nicht? Das ist ja eine Situation, die wenig vergleichbar ist mit unserer gegenwärtigen Situation. Das war die Zeit des Aufbaus, des Wiederaufbaus, der sehr starken Wachstumsraten in der Realsphäre. Und wenn da eben die Geldmenge ausgeweitet wird durch private Geschäftsbanken, dann kann das ziemlich unproblematisch unterfüttert werden von der Realwirtschaft. Das ist in der gegenwärtigen Situation anders. Die gegenwärtige Spread-to-Wood-System, by the way. Genau. Die gegenwärtige Situation ist ja gekennzeichnet dadurch, dass die Realwirtschaft nicht mehr wächst, jedenfalls nicht in dem Maß wie in der Nachkriegszeit, aber gleichzeitig die Geldsphäre so tut, als hätten wir Nachkriegszeit. Ja? Und dadurch ergeben sich die Probleme, dadurch ergeben sich die Asset-Bubbles und genau darum kümmert sich ja auch die Vollgeldidee, um diese Dinge in den Griff zu bekommen. Dann zu Ihnen, Herr von Suntum, Sie hatten ja gerade wieder Vollgeld und 100% Money in einen Topf geworfen und das geht nicht. Also das ist wirklich, das sind zwei Paar Stiefel. Ich habe das vorhin auch entsprechend ausgeführt. Das ist einfach unzulässig, das miteinander zu verrühren. Und was Sie vorhin dargestellt haben, naja, man muss doch auch sehen, dass die Banken die Liquidität des Publikums halten und die dann aber den Investoren zur Verfügung stellen. Das ist ja die Beschreibung nicht des gegenwärtigen Zustands, sondern das ist die Beschreibung des Zustands, der erst geschaffen werden soll durch die Vollgeldreform. In der gegenwärtigen Situation muss eine Bank nicht, um einen Kredit zu vergeben, auf Liquidität zurückgreifen, die ich ihr zur Verfügung stelle. Das ist eben gerade nicht die Situation. So, ich kriege überdeutliche Signale. Ein Satz, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei Herrn Suntum und Herrn Suntum recht gehe, weil dann alle Dinge noch unterschiedlicher angelegt sind. Aber Sie haben selber gesagt, die Anlagekonten mindestens 3 Monate oder noch länger. Also das heißt, ich bin gezwungen, auf Liquidität zu verzichten. Und dafür will ich eine Entlohnung, den Zins. Ja. Und deswegen, wenn also die Sache deutlich illiquide wird, dann will ich dafür entlohnt werden und deswegen wird der Zins das ist steigen. Das ist ein falsches Argument, weil ich sage, ich sehe das Risiko, dass es ausfällt. Ja, Entschuldigung. Der Satz muss ich sagen. Gut. Also der letzte Satz. Nein. Satz muss ich sagen.